Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video. Heute geht es mal wieder in die Natur. Und zwar geht es heute um Haselkätzchen. Das sind die Blüten des Haselstrauchs, also wo die Haselnuss am Ende dran wächst. Und auch die haben eine sehr interessante Geschichte zum Teil. Und zum Teil kann man die auch wunderbar mit verwenden. Also in der Naturheilkunde finden die auch Anwendung. Die gibt es auch in härterer Form. Das sind die, die noch nicht aufgegangen sind. Und insgesamt habe ich jetzt hier sozusagen drei verschiedene Modelle. Ne? Sozusagen grünlich, rötlich und dann noch die geschlossenen. Alle lassen sich wunderbar verwenden. Und früher hat man die auch in Notzeiten mit hergenommen. Man hat die zerkleinert und mit in Brot mit hineingemischt. Wenn zum Beispiel gegen Ende des Jahres oder gegen Ende des Winters das Getreide weniger wurde, dann hat man diese mit hergenommen. Und hat mich jetzt auch ein bisschen inspiriert, das mal selbst nachzumachen. Also sprich, ich werde mir mal einige davon malen, aber das wird dann in einem anderen Video geschehen. Heute geht es eher um die Heilwirkung. Diese Haselkätzchen können entweder in geschlossener Form oder auch in der offenen Blütenvariante als Tee getrunken werden. Dieser Tee ist vitalisierend und gerade auch wunderbar einsetzbar bei Erkältungen. Viele Menschen machen auch eine Kur aus weiten Kätzchentee. Ich glaube, wenn der Wind hier vorbei ist, brauche ich auch einen Tee mit weiten Kätzchen. Und ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, dass man wirklich, also man braucht nicht viel davon. Ne? Ich meine, so eine kleine Menge hier reicht schon, um daraus einen Tee zu machen. Einfach mit 250 Milliliter heißem Wasser, also bitte heißes Wasser, nicht kochendes, übergießen, das dann abdecken und für 5 Minuten ruhen lassen und schon hat man die ganzen Inhaltsstoffe drin. Man kann dafür die frischen verwenden, wie auch die getrockneten. Und demzufolge, habe ich mir schon ein bisschen was vorbereitet, ich werde mir mal ein paar einlegen, also in, so hier in die kleinen Gläschen reinmachen. Da unten haben irgendwelche Schmerzen, glaube ich. Ja, okay. Und schon ist es fertig. Auch wunderbar zum Verschenken, finde ich. Gerade so diese Mischung hier drin, die finde ich sehr gut. Also, ich habe ja noch ein ganzes Körbchen voll. Bei der Ernte möchte ich euch aber bitte darum bitten. Das ist jetzt wirklich, wie ihr auch seht hier, eine komplett bunte Mischung. Das heißt, aus wirklich vielen Sträuchern zusammengesammelt. Diese Weidenkätzchen sind einerseits natürlich auch die Frucht, ist die Frucht von diesen Sträuchern. Er möchte sich ja natürlich gerne auch weiter vermehren und bildet natürlich dann auch später die Nüsse, die wieder für andere Tiere auch mit interessant sind. Aber in dieser Form ist es auch gerade für Bienen relevant. Denn das sind so ziemlich so die ersten Pollenlieferanten des Jahres. Die blühen schon wirklich sehr, sehr früh. Und demzufolge bitte nicht viel davon nehmen. Schaut doch bitte, wo es üppige Vorkommen gibt. Ja, und von einem Baum, also auch wenn wirklich alles voll hängt, nehmt nur eine Handvoll und bedankt euch ganz herzlich bei diesem Baum und dann geht weiter. Denn ihr seid vielleicht nicht die Einzigen, die sowas sammeln. Na, demzufolge, wenn ihr davon relativ viel entnehmt und da kommt dann nichts und nimmt wieder etwas und dann wieder. Wir müssen den Bäumen, den Sträuchern, natürlich immer, wenn wir etwas entnehmen, sei es, ob es jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt auch bei einer Fichte Zweige entferne für einen Tee oder so, oder jetzt halt solche Samen, dann möchte ich dann bitte auch nur geringe Mengen entnehmen, ne? Weil wir wollen ihn ja nicht komplett abernten. Früher hat man das garantiert gemacht, also gerade wenn die Hungersnot groß war, das Mehl aufgebraucht. Na, ich glaube nicht, dass die Menschen dann großartig an Bienen gedacht haben oder an das, was am Ende bei rauskommt. Aber denkt da am besten nachhaltig und ich werde jetzt noch ein bisschen weiter abfüllen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, über ein kleines Abo und ja, dann gibt es demnächst wieder schöne Kochvideos und auch ein paar. Ja, jetzt fängt es früher wieder an, auch garantiert Kräutervideos. Ne? Ich habe jetzt dann auch meinen eigenen Kräutergarten, den werde ich dann auch mal vorstellen, sobald der angelegt und fertig ist. Und schon ist das nächste Glas fertig.
Also dann, bis zum nächsten Video, euer Schlemmer-Gemeinde. Ciao.